Unser Freund, die Schori, macht das schon. So, das sind Farbbänder. Ja. Packen wir mal, oder können wir einmal zum Speichern nutzen auch. Und dann können wir sie zum Vorrat unserer anderen 1000 Farbbänder dazu packen. Betriebsraum. Also Betriebsräume sehen in meiner Welt anders aus. Für mich wäre das eher hier der E-Raum. Naja, gut. Da ist eine Anlage für den Stromanschluss. Hier ist eine achteckige Öffnung. Ah, okay. Das heißt, da... Ach, dann haben wir ja sogar noch im Inventar. Dann können wir hier unseren Ventilgriff nutzen. Und dadurch kriegen wir, glaube ich, auch wieder Strom. Oder zumindest mal den Generator. Ich glaube, den müssen wir nur noch jetzt hier wieder einschalten. Da liegt noch ein Kraut, sehe ich gerade. Und noch ein Kraut. So, Schalttafel für diese Etage. Hebel, ja, wollen wir bewegen. Es werde Licht. Okay, dann können wir da hinten jetzt auch wieder durch die Tür. Und da oben können wir durch eine Tür. Frage ist, wo gehen wir zuerst lang? Immer diese Auswahlmöglichkeiten. Ne? Ich weiß jetzt nicht mehr so ganz, was wir uns da erwartet. Ich kenne noch so einige Räume, die hier kommen. Unter anderem zwei Räume, die Resident Evil-Fans der ersten Stunde sofort wiedererkennen werden. Ich weiß noch nicht mehr, wo genau die sind. Ich weiß auch nicht mehr, was wir da hundertprozentig machen müssen. Also ein paar Sachen habe ich nur im Hinterkopf, die wir hier machen müssen. Aber alles so weit auch nicht mehr. Aber gut. Ja, kriegen wir schon hin. Probieren geht über Studieren und nicht in Panik verfallen. Können wir jetzt hier durchgehen. So, was haben wir hier als nächstes? Eine hochwertige Schiebetür. Oh, und da sind wir schon in einem von den Räumen, die Resident Evil-Fans der ersten Stunde direkt wiedererkennen. Ja. Schaut euch das mal an. Noch vor dem Remake hat man diesen Raum hier nachgebildet. Das erste Mal in... Oh, die Tür ist abgeschlossen. Schlüssel in einem Biohazard-Zeichen. Okay. Ja, das erste Mal in, ja, nicht in vorgerenderten Hintergründen. Bild einer hübschen Landschaft. Und die, nichts auffällt. Und hier die Frau hat, einen düsteren Eindruck. Nee, das war das Bild. Schönes Ölgemälde. Ja, die Frau hält oben auch so ein, Schriftstück in ihrem Krug. Oh, und den kennen wir doch auch noch. Juwel nehmen. Welches Juwel? Nehmen wir mal das linke. Okay, dann dreht er sich und da finden wir. Es funktioniert elektrisch. Aufsatz nehmen. Ah! Ein Juwel fehlt. Ja, wollen wir mal wieder einsetzen. Das Ding ist, glaube ich, ein Adapter für unseren Ventilgriff. Was ist hier drin? Oh, das ist Magnum-Munition, oder? Ja. Ah, da müssen wir erst unseren. Ah, ich setze das mal eben kurz wieder ein. Ich weiß gerade nicht, ob hier irgendeine Falle oder so ausgelöst ist, weil hier auch so Gasausrüstung war. Nicht, dass wir hier in einer Giftgasbude eingeschlossen werden, wenn wir den nicht wieder reinsetzen direkt. Ja, die Magnum-Munition will ich auf jeden Fall mitnehmen. Das ist ja wohl sonnenklar. So, das wollen wir auch wieder reinpacken. Sieht gut aus. So, das ist auch markiert dort.
Also diese Juwelen brauchen wir mit Sicherheit später auch noch. Die sind auch dem aus dem Palast der Dinges da ein bisschen ähnlich, oder? Aber na gut. Gehen wir mal kurz wieder zurück in den Speicherraum. Der war hier. Laden wir unser Zeugs hier wieder ab. So, könnten wir jetzt... ja, könnten wir mal die... Oh, da liegt ja sogar noch. Schrotpatronen, die habe ich vorhin vollkommen übersehen. Verdammte Scheiße, ey. Mann, was man nicht alles liegen lässt, ey. So, packen wir mal die Handfeuerwaffen weg. Würde ich mal sagen. Könnten jetzt stattdessen... Boah, haben echt noch eine Auswahl an Waffen hier. Weiß nicht, sagen wir mal, die Kalaschnikow können wir, glaube ich, mitnehmen. Oder die Maschinenpistolen. Ja, nehmen wir die Maschinenpistolen mit. Vielleicht dann, wenn wir auf viele Zombies treffen, können wir auf mehrere dann zielen. Das ist mit Sicherheit nicht schlecht. Ansonsten haben wir unsere gute alte Shoddy. Für den Rest. So, Moment. Ich glaube, klappt noch was. Vergessen. Ding ist hier nämlich noch. Das Messer, genau. Da ist mir nämlich noch gerade was in den Sinn gekommen. Da wir nämlich in diesen Raum, in diesen Resident Evil 1 Spencer Anwesenraum, der liegt direkt neben noch einem Raum, der aus dem Spencer Anwesen stammt. Und da weiß ich noch so mit düsterer Erinnerung, dass wir da das Messer brauchen. So. Gehen wir jetzt mal hier durch. Hier weiß ich jetzt gar nicht mehr, wo das uns hinführt. Oh. Irgendeine Dekontaminationskammer, die aussieht wie in Metal Gear Solid 1. Oh Gott. Ach du Scheiße. Was haben wir denn hier? Uah. Riesiger, was ist das? Ameisenhaufen. Insektenstock. Ja, und wir finden... Ah, okay, ja. Flügel, von denen müssen wir 4 finden, ich glaube. Da müssen wir auch... Oh, da ist Blut. Okay. Ah, können nichts mehr mitnehmen. Scheiße. Ich benutze... Nee, will ich nicht. Was ist denn hier jetzt? Schon hier dieser Herzschlag da ist. Da muss irgendwas Wichtiges drin sein. Mehr Blut. Riesiger Monitor. Virusforschungsberichte. Okay. Mal schauen. Die Arbeit am T-Veronica-Virus, den ich der Ameisenkönigin entnommen habe, geht weiter. Je mehr ich ihn erforsche, desto beeindruckender bin ich von seinen Möglichkeiten. T-Veronica-Virus, ach du Kacke. Ich habe mir den Virus endlich selbst injiziert und herausgefunden, wie ich seine Macht benutzen kann. Ich werde den Fehler vermeiden, den ich bei meinem Vater gemacht habe. Oh Gott. Ekelhaft. Ich werde die Aktivität des Virus durch extrem niedrige Temperaturen verlangsamen, sodass meine Zellen sich ganz langsam verändern. Ach, und deswegen der Kälteschlaf anscheinend, wa? Meinen Berechnungen zufolge wird es 15 Jahre dauern, bis mein Körper resistent wird und in der Lage ist, mit dem Virus zu koexistieren. Ach du Heiliger, ja so.
Bis dahin habe ich keine andere Wahl, als mich ganz auf die Kapsel zu verlassen, in der ich mich befinden werde, sowie auf diese unfähige, aber loyale Kriegsameise von einem Bruder. Für uneingeschränkte Macht muss ich eben auch ein Risiko eingehen. Ja, sieht man mal, was sie von dem Bruder hält. Ja. Wenn ich erwache, werde ich die Königin sein und meine Kinder werden den T-Veronica-Virus in die ganze Welt tragen. Jedes einzelne Wesen auf der Erde wird nur noch existieren, um mir zu dienen. Also Ameisenkönigin eben, ne? Oh Gott. Dann endlich wird die ganze Welt das perfekte Ökosystem erreicht haben, genau wie ein normaler Ameisenhügel, nur in wesentlich größerem Maßstab. Alexia Ashford. Oh Mann, ey. Das ist... Ja, ich glaube, da es hier um Insekten geht, ist vielleicht mit der ekelerringste Plan, den mein Resident Evil so gehört hat. Ah, und das ist die... Ach, das ist die Kammer, wo ihre Kälteschlafkapsel war. Die wir in der Cutscene mit Alfred gesehen haben, als er abgenippelt ist. Und ich glaube, hier steht was geschrieben. Als Zwillinge sind Alexa und ich wie zwei Seiten einer Münze, Licht und Schatten. Unter dem Namen Alexia ist ein Muster. Ah, ja, genau. Da brauchen wir den Briefbeschwerer. Und dann müssen wir diese Muster, müssen wir uns auf den Briefbeschwerer angucken und dann das auf der Gegenseite benutzen. Müssen wir jetzt noch nicht drücken. So, dann müssen wir also dieses Herz nehmen. Und dann, das haben wir hier. Und dann auf der Gegenseite ist das doppelte A. Ne, und das bei allen anderen Zeichen genauso machen. Und die müssen wir dann eingeben. So, dann war das Peak. Das war die Krone. AA und Krone. Dann kam als nächstes das AA. AA, Krone, Herz. So, und als letztes war es dann die Krone. Das heißt AA, Krone, Herz und Peak heißt unser Code. So, AA, Krone. AA, Krone, Herz und Peak. So. AA, Krone, Herz und das Peak. Bam. So, da müssen wir jetzt, glaube ich, den Briefbeschwerer reinlegen. Ist ja wahrscheinlich etwas hineingelegt werden. Ja. Und das sollte es sein, oder? Oh, das aktiviert die Anlage und heilige Scheiße, da liegt der drin. Da liegt der tote Alfred drin. Ich hoffe, der ist auch wirklich tot. Und er hat einen Ring. Alfreds Ring, ja. Nehmen wir Ring. Nehmen wir mal mit. Er ist bereits tot, okay. Gucken wir uns mal kurz den Ring an. Das Juwel kann vermutlich hier rausgenommen werden. Ja, nehmen wir dann mal raus. Der Ring ist wertlos. Der stammt wahrscheinlich aus dem Kaugummi-Automaten. Und wir haben Alfreds Juwel. Sieht ein bisschen ähnlich aus wie das, was wir aus der Tigerstatue da gesehen haben. Ich weiß nicht, ob wir das da einsetzen müssen, mit dem anderen austauschen müssen. Das könnte möglich sein. Was mich jetzt ein bisschen ärgert, ich kann die Heilkräuter hier nicht mitnehmen. Naja, müssen wir aber so durchkommen. Ach komm, Chris, stell dich nicht so an. Mal schauen, was hier hinten ist. Ah gut, wir können ja die Heilkräuter zur Not auch direkt benutzen. So, was ist hier hinten für ein Raum? Ich höre Zombies. Oh Gott. Die machen wir mit der Schrotflinte platt. Die stehen gerade so perfekt da. Okay, also die Köpfe sind doch noch dran. Und Forschungsbericht über Ameisenkönigin. Okay. Nachdem ich in den Genen einer Ameisenkönigin auf die Überreste eines uralten Virus gestoßen bin, habe ich meine Forschung auf Ameisen konzentriert. Ja, und auch so zertreten werden wie eine Ameise, nehme ich mal an, ne?
Das Ökosystem der Ameisen erscheint mir einfach ideal. Es gibt nur eine Königin in jedem Ameisenhaufen und alle Soldaten und Arbeiterameisen sind Sklaven der Königin, der sie ihr ganzes Leben widmen. Ach, deswegen war sie so fasziniert davon, weil es so eine einfache Ideologie und Hierarchie ist, ne? Der Tod der Königin ist zugleich der Untergang des Ameisenhaufens. Arbeiter und Krieger hingegen sind leicht zu ersetzen, solange die Königin am Leben bleibt. Das spiegelt exakt die Beziehung zwischen mir und dem ignoranten Rest der Menschheit wider. Naja, die ist überhaupt nicht voreingenommen und hochnäsig, die gute Alexia, ne? Dummes Miststück. Ich habe den idealen Virus erschaffen, indem ich einfach die Gene der Ameisenkönigin in den Muttervirus injizierte, den Spencer gefunden hat. Ja, das ist der Progenitor-Virus. Ich habe meinen ansonsten nutzlosen Vater als Testobjekt benutzt, doch wie ich schon vermutet hatte, bewirkte der Virus eine schnelle Veränderung in seinen Zellen, wodurch sein Gehirn und Körpergewebe völlig zerstört wurden. Ja, wie bei allen diesen Viren. Dabei entstand in seinem Körper ein spezielles Giftgas, gegen das die blauen Kräuter völlig wirkungslos waren. Daher habe ich für Notfälle ein Gegenmittel gemischt und im Chemiewaffenlager auf Ebene B2 gelagert. Das ist ein guter Tipp. Und ja, das haben wir schon gemerkt, dass die blauen Kräuter da nutzlos waren. Als wir gegen ihn gekämpft haben, gegen dieses lilane Gas, was er da versprüht hat. Ich habe beschlossen, diesem Virus mit seinem unvollstörbaren Potenzial den Namen T-Veronica zu geben. Ja. Aus dem Progenitor wurde er dann der T-Virus. Ja. Sobald ich noch herausgefunden habe, wie ich die Macht dieses wunderbaren Virus benutzen kann, ist meine Forschung endgültig abgeschlossen. Ja. Das werden wir nicht zulassen, ey. Man stellt sich vor, die ganze Welt läuft wie ein Ameisenhaufen, ey. Da wird man doch wahnsinnig. So. Mann, ey, brauche ich nicht mal mehr Platz im Inventar. Ärgert mich irgendwie doch, dass ich die Maschinenpistolen mitgenommen habe. Okay, da ist noch ein Durchgang in den Hinterraum. Da liegt jemand. Pistolenmunition. Ah, sollen wir die. Ja, können wir mal unsere Maschinenpistolen für nehmen. Die machen wir noch platt. Jetzt kommt der Penner auch angekrabbelt. Aber kein Problem. So. Da liegt eine Ameise. Ist hier noch mehr Pistolenpatronen. Ey, scheiße. Computeranlage vermutlich. War sie mit dem Hauptcomputer verbunden? Die Ameisenkönigin ist tot. Die Ameisenhügel wirkt ausgestorben. Ja, scheint sonst nichts Wichtiges zu geben. Ja, die Kräuter hätte ich natürlich schon gerne. Ja, ist irgendwie uncool gerade. Aber gut, lässt sich jetzt auch nicht ändern. Wir müssen auf jeden Fall diesen Ring und den Flügel brauchen wir auf jeden Fall. Ansonsten können wir jetzt erstmal nichts mehr weiter machen. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Schaden die machen. Ich glaube, sowohl fast so gut wie gar keinen. Aber soll man ja nicht unterschätzen, ne? Erstmal wieder dekontaminieren, ist ja klar. So, dann sind wir jetzt hier mit dem Raum mit der Tigerstatue. Ja, gehen wir glaube ich erstmal wieder zurück. Bringen unseren ganzen Scheiß weg. Reichlich Schrotflintenmunition.
Das muss erstmal so klappen. So, dann können wir jetzt mal den Raum da oben genauer uns ansehen. Obwohl, ey, da liegt noch ein blaues Kraut. Hatte ich auch noch übersehen. Naja, warum nicht? Ja, gehen wir, glaube ich, dann erstmal in den Raum auf der anderen Seite hin. Da sind wir nämlich noch gar nicht gewesen. Ich lege das Juwel jetzt erstmal weg. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt direkt gleich in den Raum kommen, wo wir das brauchen. Ja. Ach genau, das war der Router und das war mit dieser Biohazard. Diesen Biohazard-Schlüssel, den haben wir noch nicht.